Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man Kartoffelklöße zubereitet. So, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Wer Lust hat, kann mich gerne abonnieren. Und ich würde sagen, wir legen los. So, für unsere Kartoffelklöße brauchen wir natürlich ein paar Zutaten. Als erstes mehlig kochende Kartoffeln, das ist ganz, ganz wichtig. Dann brauchen wir Kartoffelmehl, gibt es überall zu kaufen, ein Ei, ein bisschen Salz, das Rezept steht hinten, also nach dem Video. Ja, und das war's auch schon. Ja, als erstes tun wir natürlich unsere Kartoffeln mit Schale kochen. Also wir machen Pellkartoffeln. Und wenn das Wasser dann kocht, dann brauchen wir ca. 45 bis 50 Minuten müssen unsere Kartoffeln kochen, dann sind sie weich, je nachdem wie groß sie sind. Man kann auch einen Test mit einem Messer machen, geht das Messer schwer rein und man kann die Kartoffeln fast rausheben, dann sind sie noch nicht gut. Und jetzt sieht man zum Beispiel, dass das Messer ganz leicht in die Kartoffel eindringen kann und wir die Kartoffeln nicht mehr rausheben können. Dann sind sie fertig. Dann wird das Wasser abgegossen und bei offenem Deckel werden die Kartoffeln abgekühlt. Sind die Kartoffeln abgekühlt, können wir die Kartoffeln pellen mit einem Messer. Als kleinen Trick kann ich euch noch sagen, wenn die Kartoffeln abgegossen sind, kann man sie in Eiswasser abschrecken und dann geht die Pelle später besser ab. Sind die Kartoffeln dann gepellt, können wir sie mit einer Kartoffelpresse oder mit einem Mixer oder einer Gabel zerdrücken. Am besten macht sich natürlich eine Kartoffelpresse, wie man gleich sehen kann. Ja, hier sehen wir die Kartoffelpresse. Die Kartoffel wird reingelegt und man drückt kräftig und vorne kommen dann die zerdrückten, gepressten Kartoffeln heraus. Ja, und das machen wir jetzt mit jeder Kartoffel, die wir haben. Ja. Haben wir alle Kartoffeln gepresst, fügen wir das Salz und das Ei hinzu, was man leider nicht sehen kann, weil die Kamera ausgefallen ist, aber man sieht das Ei in der Mitte. Und dann wird das erstmal alles gut vermischt, mit der Hand, wenn es geht. Und dass das Ei und das Salz überall gut verteilt ist. Erst später, also wenn das alles verrührt ist, dann kommt erst das Kartoffelmehl hinzu. Ja, ist auch wichtig, dass man das gründlich durchmischen tut, dass überall das Salz gleich verteilt ist. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wir brauchen unbedingt mehlig kochende Kartoffeln. Hat man festkochende Kartoffeln, wird das nur eine Gematsche. Da kann man noch so viel Kartoffelmehl dran machen, das wird nichts. Ja, jetzt sieht man, dass man Kartoffelmehl dran macht. Das ist ungefähr eine Viertel Packung für 2 Kilo Kartoffeln. Und tun wir das vorsichtig mit dem Finger reindrücken, ansonsten wird es ziemlich stauben, wenn man das gleich verkneten würde. Und nur mehlig kochende Kartoffeln kann man so schön kneten wie ein Brötchen oder ein Brotteig. Ja, und hier sieht man ein schlechtes Beispiel, das waren festkochende Kartoffeln. Das ist wie Kartoffelbrei, da kann man kein Kloß draus formen, das wird nichts. Das ist nur eine klebrige, komische Masse. Also wie gesagt, den Fehler habe ich auch schon begangen, irgendwelche Kartoffeln gekauft, nicht aufgepasst. Und umso mehr Kartoffelmehl man dran macht, umso schlimmer wird das Ganze. Also unmöglich daraus Klöße zu formen. Also ganz wichtig, mehlig kochende Kartoffeln. Und was auch noch ganz wichtig ist,
Man sollte sich davor hüten, richtiges Mehl dran zu machen. Sobald man richtiges Mehl dran macht, werden die Klöße hart wie Steine. Also die sind ungenießbar. Also niemals richtiges Brotmehl oder Brötchenmehl, 405er. Kein richtiges Mehl. Da kommt nur Kartoffelmehl dran. Also das ist ganz wichtig. Ja, das Mehl sollte natürlich auch gut untergeknetet werden. Man sollte keine weißen Stellen vom Mehl mehr sehen. Und ja, also es muss halt gut durchgeknetet werden. Und man sieht die schöne Konsistenz von diesem Teig. Das sind mehlig kochende Kartoffeln. So muss es sein. Ja, jetzt kann man auch mal einen kleinen Kloß formen, um zu gucken, ob der schön glatt an der Oberfläche wird. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, ich mache das immer so. Meistens mache ich sogar nur einen Testkloß. Ich koche einen ganz kleinen Kloß in ein bisschen Wasser, um zu sehen, wie die Konsistenz nach dem Kochen ist. Weil das ist immer von Kartoffel zu Kartoffel unterschiedlich. Deswegen mache ich immer einen Test, ob noch Kartoffelmehl dran muss oder nicht. Ja, wenn unser Kloßteig fertig ist, können wir ihn mit einem Tuch abdecken und aufbewahren, bis wir dann die Klöße machen. Wenn wir die Klöße machen, nehmen wir einen großen Topf mit Wasser, füllen Salz hinein, also dass man Salzwasser hat, lässt das Wasser aufkochen und dreht es zurück, dass es nicht mehr kocht, sondern nur noch heiß ist, so ca. 80, 85 Grad, dann kocht es nicht mehr. Und dann können wir vorsichtig unsere Klöße hineingeben. Ich nehme dazu immer einen kleinen Esslöffel, dass das Wasser nicht so platschen tut beim Reingeben. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Wenn die Klöße nach oben kommen, heißt das nicht, dass die fertig sind. Die Klöße brauchen mindestens 20 Minuten in dem fast kochendem Wasser. Also die Klöße kommen nach 10, 15 Minuten kommen die hoch, dann sind die aber noch nicht fertig. Die schwimmen dann an der Oberfläche und man muss sie mindestens 20 Minuten im Topf haben. Erst dann kann man sie rausmachen. Ja, unsere Klöße sind nach ca. 25 Minuten fertig. Jetzt können wir sie mit einem Schaumlöffel herausholen, dass nicht so viel Wasser in der Schüssel ist. Und die sollten dann natürlich sofort serviert werden. Also wenn man ein Gericht mit Klöße macht, sollten die Klöße ziemlich zeitnah herausgeholt werden, wenn es Essen gibt. Ja, wir testen mal einen Kloß, ob der gut ist. Sollte man immer machen. Man sollte ihn auseinanderziehen in der Mitte. Und dann innen drinne kosten, ob es noch teigig schmeckt oder ob er kloßig schmeckt, sage ich jetzt mal. Klingt zwar blöd, aber es ist so. Ja, das war es eigentlich schon mit meinen Klöße. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept sieht man hier. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder ein Abo. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.